Ein furchterregender Yokai, bekannt als Hari Onago, taucht nachts auf den Straßen von Shikoku im Süden Japans auf und ist im Dunkeln von einer gewöhnlichen jungen Frau mit langen, hängenden und zerzausten Haaren nicht zu unterscheiden. Bei näherem Hinsehen scheint die Spitze jedes ihrer Haare mit einem nadelartigen Haken versehen zu sein. Wenn man es bemerkt, ist es wahrscheinlich schon zu spät, um vom Yokai zu fliehen. Hari Onago wandern auf der Suche nach Opfern durch die Straßen. Meist sind es junge, alleinstehende Männer. Wenn sie auf einen geeigneten Mann trifft, lächelt sie ihn schüchtern an. Wenn das Lächeln erwidert wird, greift sie sofort an. Dann lässt sie ihr Haar nach unten fallen und die mit Widerhaken versehenen Enden peitschen dann mit blendender Geschwindigkeit und eigenem Willen tief in das Fleisch ihres Opfers. Selbst der stärkste Mann kann von ihren Haken überwältigt werden. Sobald das Opfer hilflos gefangen ist, reißt der Yokai den jungen Mann mit ihren Haken in Stücke und verschlingt die Überreste. Solltest du ein schneller Läufer sein, so könntest du eventuell von diesem Monster davonlaufen. Suche dir ein Gebäude mit einem Tor oder einer Tür, schließe gut ab und warte bis Sonnenaufgang, denn dann verschwindet der Yokai und du hast es überlebt. Doch denk immer daran, dass du das nächste Mal kein wildfremdes Mädchen nachts auf der Straße versuchst abzuschleppen.